Man nannte sie Tenno, mit Klinge und Gewehr kämpfende Krieger, Meister im Umgang mit der Warframe-Rüstung. Jene, die den alten Krieg überlebt hatten, wanderten ziellos zwischen den Trümmern der Zivilisation umher. Doch nun werden sie wieder gebraucht. Die Greenier breiten sich mit Hilfe ihrer riesigen Armee im gesamten Sonnensystem aus. Ein Ruf hallt durch all, der alle Tenno an einem Platz versammelt. Ja, vielleicht wisst ihr es schon. Wir spielen Warframe. Das ist mein neuestes Let's Try. Und ich schau mal, was ich jetzt alles so, ja, herausfinde und euch dann zeigen kann. Friend and guide. I see that the cryosleep has taken your memory. It does not matter. You are Tenno. I will prepare you. A Warframe shows your vital statistics. This shows your health. Ja, das Rote sind unsere HP, klar. Entschuldigung. Your health does not recharge. Touch this healing sphere before we continue. Now, I have engaged your shields. Shields absorb damage before health is affected. Notice how the shields will recharge. Kleines Tutorial. Kleines Tutorial, das wir jetzt halt eben machen müssen. First is your pistol. Unsere Pistole, die Steuerung habe ich umbelegt, deswegen könnte man jetzt Mausklicks hören. Piu, piu. Nein, Mist. Dann hört man vielleicht Tastaturdruck. So, Moment. Ich muss mir erst wieder meine Steuerung umstellen. Mausempfindlichkeit ist okay. Wo war es denn? Ah, da. Waffe abfeuern machen wir auf. Warte, das ist richtig. Mist. Moment. Nein, Abbruch. Nein! Ups. So, wieder so. Das war richtig. Bestätigen. So. Gut. Ich pausiere mal kurz. Also, das neueste Let's Try. Das hier ist jetzt das Tutorial, das wir machen müssen. Und ja, ich heiße wirklich Lightning-Schnitzel. Denn das ist nicht mein richtiger Account. Den habe ich mir jetzt neu gemacht für das Let's Try. Damit wir das auch von Anfang an ansehen können. Weil das hier ist jetzt das Intro, das muss man machen, sobald man sich das erste Mal einloggt. Und da geht halt schon ein bisschen was verloren. Ihr habt ja eben diese kleine Einleitung, das war halt eben die Story. Und jetzt kommt dieses Tutorial und danach geht das Spiel erst richtig los. Und ich wollte euch mit dem Charakter erstmal was zeigen, weil das halt der Anfang ist, bevor ich meinen wirklichen Charakter hole, der schon ein bisschen stärker ist. Ich komme da später nochmal darauf zurück. Find ammo on dead enemies and in the environment. Take the ammo and reload your weapon. Ah, hier hat die Munition gelegen. Ja, gib mir mein Gewehr. Destroy these targets. Ja, mit F wechselt man die Waffe und bam. Man kann natürlich auch Headshots machen. Die machen dann mehr Schaden. Mhm. Your third and final form is the blade. You do not equip your blade. It is always at the ready. Destroy this target with your blade. A Tenno must use these forms in habe ich eine Sauerei gemacht. Das ist nur Ketchup. So, hier ist jetzt ein bisschen, wenn ich treffen würde, würde ich sagen, sind es fortgeschrittenere. Ach, Manno. Ja, jedenfalls, das passiert, wenn ihr die Waffe. Also, das war jetzt ein kleines Tutorial, wie gesagt, was ihr wie macht. Zum Beispiel schießen und Waffe wechseln mit F zwischen Pistole und Gewehr. Sprinten könnt ihr mit der Shift-Taste, könnt ihr euch natürlich umlegen. Dann geht die grüne Leiste oben rechts runter. Was ich gemacht habe, ihr könnt sprinten und dann STRG drücken, dann rutscht ihr. Oder halt eben mit der Leertaste springen und Linksklick zum schönen Angriff, der viel Schaden macht. Das zeige ich mal gerade. So, dann knockt die Gegner dann rum. Und bei manchen könnt ihr sogar dann einen Finishing-Move machen, der jetzt nicht gereicht hat. Toller Finishing-Move, ne? Ja. Was gibt's noch? Ihr könnt rutschen, einen schönen Salto schlagen und direkt zu dem. Ja, es gibt halt viele mögliche Varianten des Angriffs. Am besten selbst rausfinden.
Ja, dann töten wir erstmal die Gegner und schreiten voran. So, ab. Springt, Fall in zwei Teile. Weg mit dir. Hey, der kann Spagat. So. Der blaue Balken über den... Absorb this energy sphere. Now, unleash your power on this target. Danke, Lotus. Also, der blaue Balken ist die Energie. Und wir, das, was auf der 1 liegt, ist halt unser erster Skill. Davon gibt es bis zu mindestens 4. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt. Und ja, das sieht dann so aus. We have come to the last part. Ja. You must earn your rank among the Tenno. You will complete missions and destroy our enemies. When you are ready to increase your rank, I will summon you here again. I will test you. I have engaged your map system. Locate your objective. So, ja. So. Also man kriegt Fähigkeiten und Modifikationen, um besseres Zeug herzustellen. Prove you are worthy to join us. Was? Destroy the targets before the time runs out. So. Machen wir mal die Mission hier schnell. Der lebt ja noch. So, ich glaube, das war's, oder? Ja. Excellent. You have attained the rank of initiate. Yay. Das war das Intro. So. Dann kann man sich hier seinen ersten Warframe aussuchen. Dann gibt es einmal hier den Excalibur, der hat sehr viele interessante Fähigkeiten, vor allem ich habe ihn als Melee benutzt, ich benutze ihn als Melee, so viel dazu. Was der kann, weiß ich eigentlich gar nicht, sieht eher so wie ein Schurke aus. Und Mac ist cool, die kann die Gegner hin und her ziehen und ja, ja, das halt eben. Wir nehmen Excalibur, weil ich Excalibur zeigen will, den habe ich nämlich voll als Melee gespielt. So. Hier sind wir dann auch schon. Welcome, Tenno. This is the origin system, and you are its ward. Danke, Lotus, dass you control how I connect you with other Tenno agents. You may freely join other agents, restricted to your contacts, or go in alone. Danke. Our enemies control the ancient solar rail network, and with it, travel throughout the regions. Complete missions to regain control of the network. Completing a region activates its real-time alerts. This is key to attacking high-value targets. You begin at Mercury's terminus, your only way into the system. It is time for the Tenno to return. Gut. Danke, Lotus. So. Das ist unsere Startposition und jeder einzelne dieser Planeten kann betreten werden und hat einige Missionen mitunter. So, wie gesagt, ich wollte euch hier den Anfang zeigen, wie es am Anfang halt eben ist, was ihr alles habt. Ihr startet hier, das ist euer Profil, auf Rang 0, Meisterschaft 0, okay, und braucht recht viele EP, sage ich jetzt mal, um ein Level-Up zu machen. Diese EP bekommt ihr, indem einmal euer Warframe-Erfahrung bekommt oder eure Waffen, die nämlich auch leveln können. Und immer wenn die ein Level machen, bekommt ihr 100 EP. Und ja, das dauert dann halt, bis ihr das erste Level bekommen habt, beziehungsweise das zweite. Und das schaltet Neues frei. Gehen wir jetzt aber erstmal auf die Warframe ein. Also, wir haben Excalibur. Hier haben wir unsere Fähigkeiten und hier kommen die hin. Würde auch gehen, wenn wir schon Platz hätten für Mods. Aber da unser Warframe noch auf Rang 0 ist, geht das nicht. Hier steht zum Beispiel die 2 dabei, also muss er mindestens Rang 2 haben. Außer, wie ihr hier rechts oben in der Ecke seht, neben Schwertstoß, diese zwei Symbole, ich sage jetzt mal Krallen so, die sind ja auch hier in dem Feld. Und wenn ihr die in den passenden Slot macht,
werden die Kosten um die Hälfte reduziert. Und wenn ihr sie in den falschen Slot machen würdet, werden sie um 50% erhöht. In freien Slots ohne Markierung kosten sie so viel, wie da steht. Das ist unter anderem recht nützlich. Ja, hier habt ihr euer Inventar. Da wird nachher verschiedenes Zeug angezeigt, das ihr zum Bauen von Sachen braucht. Da komme ich gleich drauf. Und hier bei Mods werden alle Mods, die ihr im Spiel gesammelt habt, immer angezeigt. Unter anderem könnt ihr die auch fusionieren. Fusionieren darf man hier nicht falsch verstehen. Denn nicht die Fähigkeiten werden zusammengeschmissen. Ihr erhöht den Rang der zuerst ausgewählten Karte. Hier seht ihr die drei schwarzen Punkte in dem Fall bei Fähigkeiten. Kann auch sein, dass es mehrere gibt, zum Beispiel 5 oder 7. Und dann wird die zuerst ausgewählte besser. Seht ihr, jetzt kostet sie 1 mehr. Aber wir würden auch weiter anstürmen und mehr Schaden machen. Und wenn ihr jetzt fusioniert, passiert Folgendes. Es kostet erstmal Geld. Und die zum Fusionieren benutzte ist weg. Ja, erstens, also sie werden immer teurer pro Ranganstieg, brauchen immer mehr Karten und die Fusionierten gehen verloren. Dann habt ihr hier noch Mods, die in die Waffen reingehen. Die müssen aber auch erst leveln. Ganz, also wie bei den Warframes. Ihr könnt zum anderen auch eure Warframe anmalen, aber nur mit Standardfarben. Der Rest kostet. Ja, das war's zu dem Bildschirm grob. Gehen wir mal. Ja gut, das ist die Friendlist, das dürfte kein Problem sein. Ich habe keine Freunde, ich bin forever alone. Keiner will mit mir spielen. Ja, egal. Marktplatz, klar. Das Spiel ist Free-to-Play, finanziert sich über einen Shop. Hier gibt's dann Pakete. Avatar-Bilder, was auch immer, Farben, Pakete, okay. Pool-Paket, okay. Oh, das schaltet einen ganzen Warframe, also einen ganzen Charakter frei mit Zeug. Ja. Das ist also der Shop. Das Spiel ist Free-to-Play. Klar, die wollen Geld. Also könnt ihr euch einmal die ganzen bisher spielbaren Charaktere kaufen. Für Geld. In dem Fall finde ich, dass sie nicht so wirklich billig sind. Es kostet schon ein bisschen was. Oder ihr habt noch eine Möglichkeit, wie ihr hier vielleicht schon gesehen habt. Blaupausen. Diese Blaupausen kosten Ingame-Währung. Also hier diese Credits. Wenn ihr genug von den Credits habt, könnt ihr euch also diese Blaupause kaufen. Aber dann braucht ihr erstmal noch die Materialien für diese Blaupause herzustellen. In dem Fall von Warframes braucht ihr aber noch mehr. Denn ihr müsst, ich weiß nicht genau, ich sage jetzt mal Brust, Beine und Kopf herstellen. So, ihr braucht mehrere andere Blaupausen, um Teile herzustellen, die ihr für diese Blaupause braucht. Und die anderen Blaupausen fallen nur von Gegnern. Könnt ihr aber im Wiki nachlesen, das ist schon alles im Internet verbreitet. Kein Problem rauszufinden, wenn ihr was Bestimmtes wollt. Und dann müsst ihr halt eben das Level abfarmen. Ja, Waffen. Genau dasselbe. Hier gibt es einmal die Waffen zum Kaufen. Ja, das Bild flackert so, das liegt nicht an mir. Oder ihr kauft sie für Credits. Oder macht sie halt eben mit Blaupausen, wie gehabt. Ja. Gibt halt zwei Einhänder, Zweihänder, Gewehre, Doppelpistolen, Scharfschützengewehre, Bolzengewehre. Alles Mögliche. Unter Ausrüstung fallen zum anderen Wächter. Das sind wie kleine Pets, die hinterherfliegen, die recht teuer sind. Ihr könnt euch Mod-Pakete kaufen von verschiedenen Seltenheiten. Halt eben Booster, wie man es kennt, Munitionskisten, okay. Und das Interessanteste, finde ich, sind diese Orikin-Beschleuniger. Ihr startet mit 50 Platin, die kriegt jeder geschenkt. Diese Orikin-Beschleuniger. Denn mit denen könnt ihr eure Warframe und eure Waffen upgraden. Wenn ihr das macht, kriegen sie, ich darf es nicht falsch sagen, doppelt so viele Mod-Modifikationspunkte. Das Maximallevel, ich gehe zur Verständlichkeit wieder drauf,
für diese Waffen und Warframes ist 30. Das heißt, das habe ich gar nicht gesagt, pro Level kriegen sie einen Slot. So. Wenn das Ding Level 30 ist und ihr das mit einem Orikin Dingenskirchens, bei der Warframe ist es ein, Moment, ich gehe drauf, ein Orikin Reaktor, dann hat er anstatt 30 installed Mods Plätze, hat er dann 60. Laut Internet. Ja, und deswegen sind die besonders interessant, weil ihr werdet nachher so tolles Zeug finden, dass ihr gar nicht genug Slots habt. Punkte, sage ich jetzt. Weil Slots habt ihr immer nur 10, mehr gibt's nicht. So. Das war, glaube ich, der Marktplatz. Platin kaufen wollen wir jetzt nicht. Ich habe keine Lust, dass es sich minimiert. Oder war da auf der anderen Seite noch was? Ja, ihr könnt halt eben solche Helme kaufen, falls ihr da Lust drauf habt. Muss nicht sein, ist nur Skin. Obwohl, manche haben auch Stats. Jetzt habe ich fast was Falsches gesagt. Und dann gehen wir jetzt. Lotus. Die hat mir wieder reingelassen. Search ships and defeat enemies to obtain components. The components found are influenced by the region of space you are in. Danke, Lotus. The foundry is key to owning the most powerful weapons and artifacts that exist. Danke, Lotus. Danke. Ja, hier könnt ihr dann mit den Blaupausen euer Zeug herstellen. Geht auch mehr als 4, dann könnt ihr dann nachher runterscrollen. Da braucht ihr aber halt eben Materialien, die wir gleich in den Leveln sammeln werden. Und Geld zum Herstellen, das dauert dann 12 bis 20 oder aufwärts Stunden. Und dann kriegt ihr das Ding einfach. Ist cool, macht Spaß. Ja, das war das Menü. Kommen wir jetzt mal zu ein bisschen Action. Ah ja, also. Hier habt ihr den Online-Button. Ihr könnt entweder online spielen, dann kann euch jeder Depp joinen. Oder ihr jedem Depp joinen. Ihr könnt privat spielen. Dann können jederzeit Freunde, also Deppen, zu euch joinen. Oder ihr könnt zu ihnen, wenn sie auch auf privat haben. Dann können aber keine fremden Leute mitspielen. Macht Sinn. Sagt ja privat schon. Oder ihr spielt Solo. Han Solo. Dann joint euch kein einziges Schwein. Es ist, als würdet ihr offline spielen. Und ich denke, wir spielen jetzt die erste Mission mal offline. Weil ich dazu Lust habe. Ja. Ach ja, Mist, vergessen. Falls ihr es gesehen habt, oben rechts stand, was in diesem System fällt. Das zeige ich euch nachher nochmal. So. Your target is the reactor. Keep moving. Schnauze. Also die Grafik finde ich ansehnlich, gefällt mir gut, macht auf jeden Fall Spaß. Das Kampfsystem finde ich sehr flüssig. Normalerweise soll man unentdeckt bleiben und man kann sich durchschleichen und die Gegner töten. Ich versuche es mal an dem jetzt zu demonstrieren. Ups, komm schon. Ja, vielleicht geht's ja gut. So, nein, duck dich. Und zack. Und er hat's nicht überlebt. Gut. So, das war eine lautlose Tötung. Warum dann die Musik jetzt so anfängt, weiß ich nicht, aber das geht. Aber das ist mir zu langweilig. Und deswegen mache ich auch keinen Fernkampf. Also normal soll man sich durchschießen. Ist zumindest gedacht. Und ich bin von Anfang an auf Nahkampf gegangen, weil ich dazu Lust hatte. Tja. Natürlich bin ich jetzt noch schwach, weil ich weder eine gute Waffe habe, noch irgendein Level oder sonst was. Ah, gut, wunderbar. Wie ihr sehen könnt, das ist ein Lagerbehälter, in dem nichts drin ist. Wunderbares Beispiel, ich danke dir. In diesen Lagerbehältern kann Energie für euren Warframe drin sein. Kann Leben drin sein oder
die weiße Kugel. Das ist Erfahrung. Die kriegt ihr direkt dazu. Wunderbar. Und der hat Alarm geschlagen. So. Und das ist meine Lieblingsstelle, das Panzerglas. Das mache ich kaputt. Und dann ist die Höhle kaputt. Was ihr dann machen könnt, ist erstmal die Gegner aus dem Weg räumen. Und oh, jetzt ist mein Schild schon weg. Wir verlieren nämlich Leben. So, und dann gibt es das hier. Das ist das Hacken in dem Spiel. Damit schließen wir jetzt die Ventile und die gehen einfach zu. So. Hm, die sind wohl auch erstickt. Ja. Die Behälter, wie gesagt, für Leben und Erfahrung. Sollte man die abschießen, aufmachen, wie auch immer. So, Kampfsystem, flüssig, wie gesagt, so rutschen, Angriff, bla bla bla. Alles recht cool. Das da, dann gibt es noch den Sprungkick, der wirft große Gegner um. Das sind normale Angriffe. Die sind nicht sonderlich effektiv, aber auch nicht unbedingt schlecht. Weil ihr seht, der wird manchmal zurückgeworfen. Von wo? Ah, dahin. Da hinten. Was ist denn los, ey? Ja. Aber ich mache das lieber so. Ich renne auf sie zu, lade auf und zack. Der aufgeladene Angriff, wie man sich denken kann, macht mehr Schaden. Und endet meist darin, dass die Gegner in zwei Teile geflatscht werden und quer durchs Level fliegen. So. Au. Aber ihr könnt natürlich unterbrochen werden. Deswegen ist es nützlich, auf ihn zuzurennen und genau dann so zu timen, dass ihr den Schlag loslässt, wenn ihr an ihm seid. Man kann auch mit rechts blocken, nur das hat bisher bei mir nie so viel gebracht. Ja, ihr seid im Weg. Glück gehabt. Ah, Mist. Das sind Explosionsfässer. Da kommen wir noch durch. So. Oh, ich sterbe. Ich sterbe. Das ist nicht schlecht, dann kann ich euch nämlich ein Beispiel zeigen. Ah, Mist. Ah, da komme ich bestimmt noch dazu. Ich werde noch verrecken. Ja. Die Türen müsst ihr normal mit dem Partner öffnen, außer ihr spielt halt eben auf Solo. Ich weiß schon nicht mehr, wo ich jetzt war. Ah ja, ich werde gleich sterben. Gut. Also anfangs... So. Anfangs ist das Spiel recht... Ja, nicht leicht. Dann habt ihr immer 4 Wiederbelebungen pro Tag. Die könnt ihr mit Geld wieder auffüllen, ist aber nicht wirklich nötig. So, jetzt machen wir den mal weg. Und wie ihr seht, hat unser Schwert uns ein Level-Up eingebracht. Eingeschert, tolles Wort. Eingebracht. So. Wenn ihr das Level wollt, solltet ihr das in der Gruppe tun, denn es gibt Bonus-EP. Wenn andere mit den Waffen etwas töten. Dann kriegt ihr dafür EP, obwohl ihr nichts gemacht habt mit der Waffe. So. Wo ihr jetzt gesehen habt, wo das mit dem HP Plus steht, das gab's, weil... Ah, Mist. Das gab's, weil... Aua. Mist, so ungewohnt. Ich fall gleich wieder um. Ihr solltet das mit Freunden spielen, so. Wo war ich? Ah ja, wenn die Warframe levelt, gibt es Gesundheit dazu. So, was war denn? Ja, ich fall definitiv nochmal um. Oder? Oh, 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 oh. Wo ist der? Ach, da ist er. Shit. So. Die spawnen die ganze Zeit nach, außer ihr spielt einen bestimmten Missionstyp. Da komme ich gleich im Weltmenü auf der Weltkarte nochmal dazu. Ups. So. Ah.
Hier müssen wir jetzt halt eben den Reaktor zerstören. Nachladen, nein, wir wechseln zur Pistole, so. Piu, piu, piu. Piu, ah, Mist, Mist, ja. Oh Gott, ich bin ein schlechter Schütze. Ah. Noch ein Grund mehr, mir Melee zu spielen, ha? Ah, stirb! So. Sobald ihr eure Mission beendet habt, könnt ihr theoretisch einfach zum Ausgang chargen und dann ist gut. Wenn ihr aber viel erkunden wollt, findet ihr diese tollen grünen Spinte, in denen ist Zeug drin. Die könnt ihr aufmachen und dann kriegt ihr Credits, Materialien, vielleicht ein bisschen Leben, ja. Und das ist immer recht angenehm, sowas zu finden. So, weg mit deinen Körperteilen, die nerven. Und Munition, wenn ihr sowas braucht. So. Ich will die ganze Zeit meine Fähigkeit drücken, die ich ja noch gar nicht... Oh, ich fall nicht mehr. Boah, ich bin gut. Okay. Scheiße, ey. Ja. Was ich euch jetzt noch zeigen kann... Ja, ich zeige es euch. Wall. Ihr könnt an der... Also Wall... Was? Wall? Oh, shit. Oh, das ist jetzt sehr schlecht. Das ist jetzt... Oh, die Tür ist noch auf? Gut. Aber da vorne, die ist, glaube ich, zu, oder? Ja. Kriege ich die vielleicht doch auf? Nein. So. Ich versuche mal ganz schnell die Tür zu hacken und wegzukommen. Ah, falsch rumgehackt. Nein. Oh. So, egal. Wir leben hier wieder, ist eh ein Drecks-Account. Ich bin alleine, das Spiel ist mir zu schwer alleine. Wie, das hat nicht gezählt? Ach man, jetzt muss ich alles töten. So. Ich wollte es doch diesmal das letzte Try ein bisschen kürzer halten. Oh Gott. Ach, das hat doch getroffen. Mann. Nein, das hätte nicht passieren dürfen. So, ja. Mistviecher. Lasst er mich jetzt in Ruhe? Okay. So. Hier müsst ihr halt mit Linksklick oder Rechtsklick hacken, dann dreht ihr das hin und her. Und die gehen jetzt gerade auf den Sack da hinten. So. Und theoretisch könnt ihr nur durchchargen, die Mission machen und wieder abhauen. Es gibt halt verschiedene Missionstypen, da komme ich dann gleich wieder drauf, was ich eben schon gesagt habe. Bei manchen geht das eben nicht. Ja, sie warnt immer, was passiert. Ob schwere Einheiten kommen, ob viele Gegner kommen, ob. Theoretisch können wir jetzt hier noch gucken, ob ein Spind offen ist. Ist aber keiner. Ich bin schon zweimal verreckt, ich muss mich verbissen. Gehst du weg vom Evakuierungspunkt? So, dammit. Das ging zu schnell. Dann seht ihr hier nochmal, was wie gelevelt hat. Die Belohnungen, die Mods, wenn wir welche bekommen hätten. Ja, das war dann die erste Mission. Wunderbar. So. Ja, Missionstypen. Genau. Das war eine Sabotagemission. Ich meine, wir sind reingegangen, haben den Reaktor kaputt gemacht und sind abgehauen. Das ist eine Überfallmission. Da weiß ich schon gar nicht mehr, was es genau ist. Dann gibt es noch... Nein, das zeige ich jetzt gleich. So, ja. Ich wollte euch halt den Anfang zeigen, wie schwer es am Anfang sein kann. Ich bin aber auch nicht so gut. Ich meine, ich gehe nur auf Melee. Ich treffe auch nicht mit dem Schießen so gut. Und ja, das hat mich dann halt jetzt 2 Wiederbelebungen gekostet. Und genau, das wollte ich noch sagen. Im System findet ihr diese Rohstoffe. Morphide, Ferrit und Polymerbündel. Die braucht ihr in der Schmiede, um irgendeinen Kram herzustellen. Das sehen wir gleich wieder. Auf meinem richtigen Account. Also Leute, bis gleich. So, hier sind wir dann auch schon wieder. Das ist jetzt mein richtiger Charakter, mit dem ich angefangen habe. Und da kann ich euch gerade wunderbar was zeigen. Perfektes Timing. Warnungen.
In dem Spiel kommen ja die Warnungen vor, die Lotus uns eben kurz erklärt hat, die ich komplett ignoriert habe. Das sind Spezialmissionen, die werden auch über Twitter gepostet und so weiter. Da kriegt ihr extra Credits, allein für den Abschluss schon, nicht weniger. Das sind andersartige Missionen, als normal das Level wäre. Und ihr könnt Fragezeichen-Belohnungen bekommen. Ja, wie erkläre ich das jetzt? Diese Fragezeichen-Belohnungen können Artefakte sein, die ihr dann hier seht, die bestimmte Effekte haben. Die erzähle ich jetzt nicht. Wenn ihr sie euch angucken wollt, klickt ihr einfach Pause und guckt es euch an. Ich will keinem was spoilern. So. Die geben euch passive Boni oder erhöhen dieses und jenes. Ihr findet mehr Munition für das und so. Mehr Munition für ein MG oder mehr Scharfschützenmunition. So Sachen halt eben. Ja. Oder ihr findet Ich glaube, es kann auch sein, dass ihr Blaupausen findet, oder? Blaupausen oder Mods, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich habe noch nicht so viele davon mit Fragezeichen gemacht. Ja. So. Jetzt zeige ich euch mal meinen Charakter. Der hat die Warframe schon auf 30. Und dann sieht das wie folgt aus. Hier ist, glaube ich, der Sound leiser, oder? Moment. Egal. So, 30. Hat noch 4 Slots frei. Hat dafür das Zeug alles drin. Weil das die passenden Slots sind, kann ich euch jetzt nicht zeigen, sonst fliegt das Ding raus. Moment. So. Egal. Weil es die Slots sind, sind die Kosten halbiert. Das kostet normal 8, das normal 4, das ist in einem freien Slot. So und so weiter. Und da habe ich jetzt noch Platz für 4, weiß aber nicht, was ich benutzen soll, was ich reinmachen soll. Habe auch kein wirkliches Interesse, da jetzt noch was groß reinzumachen. Ja, deswegen ist das so, wie es ist. Wurde nichts geändert? Lassen wir so. Ja, lassen wir so. Gut. Dann habe ich mein Schwert ersetzt und habe mir einen schönen Zweihänder gemacht. Gram. Da gibt es natürlich auch Mods dafür, die bestimmte Sachen herbeiführen. Es gibt elementaren Schaden. Und das ist halt ein sehr schönes Feature dieses Spiels. Es löst eine gewisse Sammelsucht aus. Ich habe jetzt schon über 6 Seiten an Mods. Da gibt es dann auch diese... Moment. Ich will es euch gerne zeigen, die Fusionskerne. Zum Fusionieren selber ist es nämlich so. Wenn ihr jetzt, sagen wir mal hier, Feuerball, so. Wenn ihr Feuerball mit Feuerball fusioniert, bringt das mehr, als wenn ihr Feuerball mit Erneuerung fusioniert. Weil gleiche Karten halt eben einen besseren Fusionswert haben. So nenne ich das jetzt. Ihr könnt aber halt auch mit anderen fusionieren, die bringen dann halt nicht so viel. Und es kostet dann halt im Endeffekt mehr, ziemlich viel Geld. Dafür gibt es diese Fusionskerne. Die bringen recht viel beim Fusionieren. Ich versuche es mal zu zeigen. Mit Erneuerung kriegen wir jetzt so viel fürs nächste Level. Holen wir jetzt mal einen Fusionskern. Zack. Ein Level und nochmal so viel. Kostet aber auch ein bisschen mehr. 750 der Fusionskern, 300 das. Aber die bringen mehr. So. Ja, das war's eigentlich. Ihr könnt auch Skills finden für Helden. Und so weiter. Gibt ganz, ganz, ganz viel, was ihr hier finden könnt. Ja. Schmiede, genau. Hier habe ich jetzt Blaupausen. Wie ihr sehen könnt, einmal für ein Langschwert. Da braucht man zum Beispiel Ferrit, Plastide, Polymerbündel, wo auch immer die dann droppen. Oder Neuronen. Da braucht man 2. Die sind also ein bisschen seltener. Und hier habe ich zum Beispiel Banshee-Systeme. Zum Herstellen. Und hier ein Chassis. So. Das braucht man immer, um die Warframe herzustellen. Das Ding ist natürlich von verschiedenen, aber ihr wisst, was ich meine. Habe ich ja eben erklärt, dass man 3 Sachen braucht, plus die Blaupause aus dem Shop, um diesen Charakter herzustellen. Ja. Und das löst die Sammelwut dann endgültig aus. Sammelsucht, wollte ich sagen. Und ich habe hier jetzt schon ein bisschen was freigeschaltet, klar.
spiele hier und da mit Freunden natürlich. Bin gerade unterwegs auf Uranus und dann würde ich sagen, zeige ich euch jetzt mal kurz die Mission. So, hier ist zum Beispiel eine Gefangennahme-Mission. Wie es sagt, ihr müsst da rein, durchkämpfen, eine Einheit gefangen nehmen, sieht recht cool aus. Und wieder zurückbringen zum Extraktionspunkt. Gut. Rettung. Rettung ist ein bisschen ähnlich. Ihr müsst rein, alles umhauen oder durchschleichen. Die Zielperson raus eskortieren. Gut. Auslöschung, alles was da drin ist. Auslöschen, umbringen, töten, whatever. Überfall, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Rettung hatten wir gerade eben schon gelesen. Auslöschung auch. Verteidigung. Das ist eine schöne Mission, die zeige ich glaube ich gleich noch. Ah, Sabotage, reingehen, kaputt machen. Gut, das hatten wir eben gemacht. Spionage. Muss man Datenträger sammeln. Und es gibt noch Täuschung. Hatten wir Täuschung schon? Täuschung. Da müsst ihr reingehen und etwas umprogrammieren und dann flüchten. Manchmal hat es auch Timer, da müsst ihr dann so und so schnell weg, bevor das, sagen wir, einfach das Schiff in der Sonne kracht, whatever. Und ja, das sorgt für ein bisschen Abwechslung. Die Level werden zufällig generiert mit einem gewissen Chipsatz, sage ich jetzt. Und hier seht ihr, manche Systeme haben relativ viele Missionen. Und die dauern unter Umständen, wenn ihr alles erkundet, dauern die auch ein bisschen länger. Und hier ist jetzt, glaube ich, für Stufe 36 bis 51 Gegner. Die sind richtig heftig. Ich bewege mich hier in einem Gebiet von Gegnern 14 bis 19 und 17 bis 29 jetzt rum. Und die halten schon relativ gut viel aus. Und ich zeige euch jetzt einfach mal... Mist, vielleicht doch nicht diese Verteidigungsmission, weil ich die alleine machen müsste. Wisst ihr was? Ich zeig euch was anderes. Ich zeig euch einen der Bosskämpfe. Wenn ich den Planeten finde. Gut. Wir gehen auf Mission Attentat Boss Jekyll. Ein richtig cooler Boss. Gefällt mir richtig gut. Hier startet jetzt die Squad-Suche. Mal gucken, vielleicht kann ich ja wen einladen. Nein. Schade. Jetzt sucht das Spiel nämlich nach Squad-Mitgliedern, mit denen wir dann diesen Boss besiegen könnten. Alleine hat das leider nicht viel Sinn. Ansonsten gucke ich mal, ob wir eine... Ja, machen wir die Verteidigungsmission mit. So. So. Hat direkt welche gefunden. Jetzt gehen wir eine Verteidigungsmission machen. Wir müssen einen Kryopod mit einem Orikin-Dingenskirchens beschützen und halt eben die Gegnerwellen vernichten. Alle fünf Wellen gibt es dann Zeug, von dem wir auswählen können. Und ja, hier ist der Sound wirklich umgestellt. Ja, wo ist meine Maus? Da, gut. So, mal einen Moment, das muss ich umändern. So, Soundeffekte müssen hoch. Okay, besser. So, ja. Also, die packen das auch ohne mich gerade. Hier diesen Kryopod mit dem Männchen drin. Na, wo ist es? Komm her. Den Männchen drin müssen wir beschützen. Der hat ein Schild und 100%, er hat halt einen Lebensbalken links. Und, für alle fünf Wellen, die er überlebt, kriegen wir ein Mod angeboten. Diese Mods können scheiße sein oder richtig angenehm cool. Wie viele Leute sind wir denn? 4 und 2 fast tot, okay. Oh, da ist ja ein Gegner. So. Wo war ich? Ja, das ist halt das Coole bei den Verteidigungsmissionen. Da könnt ihr richtig cooles Zeug kriegen, wenn ihr erfolgreich verteidigt. Aber die sind halt auch ab einer gewissen Welle recht schwer. So, was wollte ich noch zeigen? Ach ja, ihr könnt auch einen Wall Walk machen mit dem Typi. Und
Das wollte ich auch noch zeigen. Perfektes Level dafür. Ihr könnt Wall Jumps machen. Da müsst ihr... Moment, da könnte man jetzt meine Tastatur hören. Tut mir leid. Wo bin ich? Ah, okay. Hopp, machen wir es so. Komm schon. Na, Mist. Er kriegt keinen Fallschaden, by the way. Um an der Wand hochzurennen, müsst ihr sprintend dagegen rennen, die Leertaste gedrückt halten, zum Abspringen drückt ihr wieder die Leertaste und wenn ihr Walljump machen wollt, einfach wieder die Leertaste gedrückt halten rechtzeitig und die Kamera müsst ihr natürlich drehen. So, jetzt sind wir hier oben, wunderbar. Und die Gegner spawnen natürlich sehr delayed, deswegen ist das jetzt das perfekte Beispiel, eine Mission vorzuführen. Ist das ein Gegner? Nein, klasse. Also, hier spawnen keine Gegner, beziehungsweise mit extremem Delay. Wunderbar. Tut mir leid, ich führe euch eine andere Mission vor, das hier ist Schwachsinn. So. Die Mission ist auch instant wieder voll, kein Problem. Oh nein, meine Mission ist gescheitert. Oh Gott, wie schlimm. So. Dann machen wir jetzt den Boss, komm. Bitte, bitte, klapp. Manchmal klappt es nicht so ganz mit dem Beitreten. Das variiert aber von Person zu Person. Ja, es gibt halt eben auch Boss-Level, die recht cool gemacht sind stellenweise. Es gibt einen, der macht sich ab und zu unsichtbar. Es gibt einen, der macht die ganze Zeit, zieht euch zu sich und macht Gift. Oh, perfekt gejoint. Normal müsste man vorher noch einiges erledigen. Und der hier, der ist eigentlich recht melee-unfreundlich, aber ich mache den gerne melee. Hui! Ah, jetzt kann er nicht mehr dazu sein. Na toll, er ist direkt tot, oder? Fast. Klasse. Das hat sich ja gelohnt. Hui, tolle Vorführung. Ich habe aber auch ein Glück, oder? Ah. Normal ist der richtig cool. Er schießt Raketen, schießt Granaten. Macht Schockwellen. Und, na klasse, das kam jetzt alles nicht durch. Oh. So, das hier ist jedenfalls die Gegnerrasse namens Ups. Namens Corpus. Das sind so halbtechnisierte Männchen. Ah. Nein, nicht du. Die machen Schockwellen, die mag ich überhaupt nicht. Wo ist er denn? Okay. So. Dann gibt es noch die Greenier, die wir eben gesehen hatten. Und es gibt noch die... Und es gibt noch die Befallenen. Das sind diese Korpus hier. Die sind dann aber mit einer Technozytenseuche befallen und ja, sehen nicht mehr so schön aus wie jetzt. Ah, die Teammates gehen einfach weiter. Okay, kein Problem. Nehme ich ihn nicht übel. Verwischt immer ein bisschen, sieht gerade so aus. Ah ja, das sind Materialien, diese kleinen Kisten, die da gelegen haben. So. Okay, hier war man schnell beim Boss und dann muss man halt eben flüchten. Ja, normal ist der Boss ein kleines bisschen spannender. Tut mir jetzt echt leid, ich hab's wirklich gern gezeigt. Nein, kein Lockdown, lass mich durch. Dann muss man halt jetzt noch zum Extraktionspunkt kommen. Und sie machen das halt eben in einem Rush. Einfach durch. So. Ach, hoffentlich warten sie mit dem Fahrstuhl, sonst gehe ich gerade raus. So, dann machen wir mal den Heck. Ah, der Fahrstuhl war noch gar nicht da. Okay. Oh, der hat auch eine Zweihand-Axt. Cool. Ja, komm bei, Kumpel. Ist der schon unten? Ja, sieht so aus. Cool. Das sind dann die tollen Leute, die nicht warten. Naja. Ja, bei den Bossen können dann meistens die Blaupausen
droppen, die man braucht, um Warframes herzustellen. Und ihr wollt neue Warframes, da sind teilweise richtig coole Dinger dabei. Oh, da haben jetzt noch ein paar mehr die Fähigkeiten eingesetzt. Ach stimmt, das ist meine Lieblingsfähigkeit. Ach, damit dash ich durch die Gegner und töte sie normalerweise. Da fallen sie um, gut. Wo geht's raus? Oh, oh, Schockwellen, überall Schockwellen. Boah. Ich hasse diese Viecher. So. Ja, dieser Timer beginnt, wenn das halbe Team den Extraktionspunkt erreicht. Aber keine Angst, falls ihr das nicht schafft, habt ihr die Mission trotzdem abgeschlossen. Und das sind die Extraktionskapseln. Sage ich jetzt mal. Toll, dass wir jetzt so viel von dem Boss gesehen haben. Naja. Machen wir noch eine Mission. Und ich glaube, dann reicht das auch für dieses Let's Try. Oder Let's Show. Ich werde es trotzdem Let's Try nennen, ja. Klicken wir mal gleich wieder drauf. Nein, das wollte ich nicht. Nein, ich will erst aus der Gruppe. So. Wieder online gehen. Naja, egal. So, das war das. Ich zeige euch noch eine Auslöschungsmission. Nicht hier, nein. Wo ist der Mars? Hier muss auch eine Auslöschungsmission dabei sein. Ah ja, es gibt auch mobile Verteidigung. Da müsst ihr einen gewissen Punkt erreichen und den müsst ihr dann kurz verteidigen und dann geht es an den nächsten. Ah, perfekt. Jetzt spielen, sofort spielen. Da geht es halt eben darum, die vorhandenen Gegner zu eliminieren. Da stehe ich total drauf. Ja, so. Eine kleine Anflugphase. Zack. Das nenne ich stylisch, hä? So. 106 Gegner zu töten. Ah, wo sind sie denn? Da kommen sie auch schon. Das sind die Infested. Da wackelt es ab und zu noch ein bisschen. Wenn viel, viel, viel zur Sache geht. Aber das tut dem Spiel wirklich nicht Schaden. Das macht trotzdem richtig viel Spaß. Ach, das sind die Mods, genau. Das da. Unter anderem könnt ihr mit G. Ach, du blöder Köter! Mit G könnt ihr sowas markieren. Vor allem im Team recht cool und wird sehr geschätzt. Und wenn ihr es einsammelt, seht ihr, was ihr bekommen habt. Wir haben jetzt Gesundheit für einen Wächter bekommen. Naja. Warum auch nicht, ne? Oh, hallo. Ah, scheiße. Die haben auch bestimmte Fähigkeiten, die Gegner. Zum Beispiel der kann Knockbacken, ein anderer kann vergiften. Wieder ein anderer kann seinen Verbündeten heilen. Was gibt's noch? Plätze tauschen mit uns. Den Schild instant absaugen. Ja. Explodieren und uns zurückwerfen. Also die Gegnervielfalt ist wirklich nicht zu verachten. Das Spiel ist wirklich abwechslungsreich genug. Der Levelaufbau unterscheidet oft genug. So. Und es macht einfach nur Spaß, die Gegner so niederzuhacken. Wobei man natürlich auch schießen könnte, aber ich bin halt eben ein Freund dieses Großschwerts. Wie in jedem Spiel. Ja, das ist auch immer echt cool an den Infested Leveln. Hier diese Krippeldinger, die mich immer ein bisschen dann an mir wirklich Lust machen auf Dead Space. Weil sich immer wieder dran erinnern. Ah, hört auf. Mistviecher. Ach ja, das macht echt Spaß. Das macht richtig, richtig Spaß. Ah, Mist. So. Ah, nicht getroffen. Oh Mann. Au.
Ich liebe die Infested-Missionen, an denen mache ich auch mit im Moment am meisten Schaden, unter anderem, weil sie gegen Feuer nicht so gewappnet sind und sie gar keine Rüstung haben, teilweise, vor allem die Hunde nicht. Oder hier die, die sich sowieso selbst umbringen. Boah. Wie gesagt, wenn ihr Sachen wollt, Geld und alles, macht die Spinte auf, da ist echt cooles Zeug drin, vor allem. Was war das? Egal. Ihr lernt, das Level zu erkunden, also Geheimnisse zu finden, die ihr beim normalen Spielen gar nicht bemerkt. Ich versuche euch mal eins zu zeigen, vielleicht finde ich das gerade. Also vielleicht ist es... Ach, mein Hund. Zerrupst mir volles Bild. Oh, ja, ja. Das passiert halt, ihr verliert den Überblick. Also vor allem, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass jemand hier zuschaut. Dass die Kamera so abrupt bewegt wird in alle Richtungen, das ist bestimmt ein bisschen störend. Aber damit muss man klarkommen, wenn man das Spiel spielt. So, also erkunden. Man kann hier hochklettern zum Beispiel. Da seht ihr ja jetzt die Spinte. Die machen wir gleich mal auf. Zack, zack. Zack, zack. Geld und alles. So. Und dann, ich habe jetzt ein Radar drin. Dann seht ihr zum Beispiel den gelben Punkt. Das ist eine Kiste. Aber hier ist ja nichts, ne? Wo könnte die sein? Also, durch Nachdenken und Erkunden bin ich mit dem Kollegen drauf gekommen, hier gegen die Wand zu laufen und dann abzustoßen. So, dann sind wir jetzt hier ein Stück weiter oben. Können hier rein. Da ist die Kiste und noch mehr Spinte. Also, bei einfachem Durchwaschen oder so findet man sowas niemals. Und das gefällt mir unter anderem auch an dem Spiel. Das belohnt Erkunden. Und Leute, das ist Free-to-Play. Also selbst, dass es dann so unübersichtlich wird, wenn man jetzt mitten im Gemetzel ist und nur noch Angriffsskills macht, bis nichts mehr steht. Oh Mann, er hat mich abgefangen. Aua. Die sind richtig gefährlich. Was haben wir denn da? So. Selbst wenn ihr dann mittendrin steht und nur noch rummetzelt, bis alles tot ist, das macht Fun. Das macht richtig Fun. Vor allem, wenn ihr dann da steht und dann... Ah, alles ist tot. Das habe ich gemacht. Das macht wirklich viel, viel Spaß, das Spiel zu spielen. Vor allem, mir gefällt es als Nahkämpfer nochmal gleich dreimal besser. So. Ich hatte sogar Lust, einen kleinen, vielleicht mit Szenen ein Filmchen zu machen. In so einem infested Level, infizierten Level. Oder joint uns was. Hab ich echt auf online stehen? So. Und dann halt eben so ein aller, unsere Basis wird überrannt. Wow, dramatische Scheiße. Habe ich mal überlegt, vielleicht mache ich das noch demnächst. Oh, hier braucht man jetzt zum Beispiel den Walljump, sonst kommt man nicht rüber. Obwohl, vielleicht kommt man noch gerade so rüber. Ich hätte jetzt schon fast gefailt. Oh, Giovanni, ups. Eigentlich wollte ich folgendes... Ach, Mann. Ist mir die Show ruiniert, Hund. Ich wollte folgendes machen. Giovanni, hui. So rüberspringen, genau. Ah, guter Schlag, mein Freund, mit einem... Grammar, du hast Geschmack, du hast Geschmack. Du bist der Black Pirate. Black Pirate, ich mag dich. Hast du gut gemacht. So, machen wir jetzt zusammen alles tot, auch wenn es jetzt gerade mal ein bisschen rumschmackt. Weil so viele Effekte scheinbar. Oh, sieht das geil aus. Geh aus dem Bild, du Infizierter. Na, ich hätte nicht die drei Schusswaffen zum Level nehmen sollen. Ich hasse Feuerstoß. Sieht doch geil aus, oder? Leute. Mir gefällt das richtig gut gerade. So. Oh. Rechts unten Bonusmission. 5 Gegner werden Buschen töten. Gibt zum Beispiel noch mach Headshots oder. Oder mach dies und jenes. Töte in 10 Sekunden. Gibt's halt auch immer wieder. Ein paar kleine Nebenmissionen, die die Mission auflockern, interessanter machen und deinen Spielstil stören wollen. Das ist wirklich cool. So, jetzt will ich die Mission aber auch beenden und dann das Let's Try beenden.
wird langsam Zeit, glaube ich. Was? Wieder da lang? Willst du mich verarschen? Nein. Dammit. Böses Spiel. Böses Spiel. Das kann natürlich bei Auslöschung passieren, dass es mehrere Wege gibt, in mehreren Wegen sich die Gegner verschanzen und man dann halt eben wieder zurückrennen muss. Upp. Hä? Na du böser Hund. Moment, ich will was anderes testen. Hui. Ne. Wo war er? Wo war er? Ist er tot? Jetzt. Ah Gott, ich bin zu dumm zum Sprinten. Also. Sprinten und an die Wand laufen. So. Und dann die Leertaste gedrückt halten. Moment. Da. Hier müssen wir rein. So. Wunderbar. Hier nicht, nein. Wie viel haben wir denn hier? Eins, zwei. Na toll, einer ist dann doch noch da hinten. Habe ich anscheinend einen vergessen vorher. So. Nein, wieder da lang, okay. Also so langsam habe ich das Gefühl, dass das Spiel mich trollen will. So. Na gut, ich hatte auch schon ein Level, da habe ich nicht mehr rausgefunden. Das war zu weitläufig. Ich habe den Weg wirklich nicht gefunden, trotz Ausrufezeichen. Ich habe ihn einfach nicht gefunden. Oh, da hat ein Modul gelegen. Multiple? Multiple? Da sind... Ein Gegner ist übrig, aber mehrere kommen mir entgegen. Ist okay. Das sieht doch sau cool aus. Oh, ich finde das echt cool. Das gefällt mir. Ich mag das Level-Design. Richtig, richtig gut. Oh. Und es ist Free-to-Play, habe ich das schon mal erwähnt, dass das Spiel kostenlos ist. Und es ist noch in der Beta. Open Beta? Oder ist es schon released? Nein, es ist noch in der Open Beta. So. Upsi. Ach ja, hier runter geht's, genau. Hui. Schlittenfahrt, Schlittenfahrt, das war's. Weiter kenne ich den Text eh nicht. Nö. Ich hätte nicht anfangen sollen. Scheiße. So, man kann auch hier an so Seilen rutschen. Das ist voll cool. Yeah. Oh, und hier ist schon der Extraktionspunkt. Jetzt müssen wir auf unseren Mitspieler warten. Ja. Mache ich hier mein Fazit, ne? Das Spiel ist cool. Glaubt's mir, ihr werdet so viel Spaß damit haben, besonders wenn ihr es mit Freunden spielt. Das ist kostenlos. Es spricht nichts dagegen, es nicht zu spielen. Der Kampf ist flüssig. Es macht richtig Spaß, die Gegner mit Nahkampfwaffen zu zerschnitzeln oder halt eben zu zerballern. Es gibt die Bolzengewehre, werden euch übelst viel Spaß machen. Die Spezialangriffe, die Bosse, die sind richtig hart teilweise. Und die Level, die variieren immer wieder. Ja, was gibt's noch zu sagen? Die Sammelsucht ist echt abnormal. Der ist voll daneben gesprungen. Haha. Ihr werdet so viel zu sammeln haben, dass ihr wahrscheinlich gar nicht wisst, womit ihr anfangen sollt. Und es gibt so coole, verschiedene Warframes. Ihr werdet echt viel Spaß damit haben. Also Leute, ich packe den Link in die Beschreibung, wie bei Path of Exile. Wünsche euch viel Spaß. Macht's gut, das war euer Rick. Ciao.